Hallo und herzlich willkommen bei Ufruppe. Schon wieder eine neue Folge. Ja, vor der Gamescom haben wir eine gedreht und jetzt hier direkt nach der Gamescom schon wieder, denn es ist auch was Cooles erschienen. Aber vorher möchte ich gerne nochmal euch Danke sagen. Danke für alles. Es war wieder auf der Gamescom unglaublich, so viele Leute getroffen, so viele Fotos gemacht, Autogramme gegeben. Das ist wirklich ein Privileg, also das ist keineswegs selbstverständlich für mich und es war grandios, dass sogar Leute, es hatte jemand meine alten Koch-DVDs dabei. Der hat meine Koch-DVDs dabei, das ist ja unglaublich. Es war der Wahnsinn, also das, ich meine, gut, wir haben ja noch mal eine Folge gedreht. Aber dass sich da noch Leute dran erinnern können und diese vielen Danksagungen für Ufruppe, dass es die beste Sendung der Welt ist. Ich weiß, es war gelogen, aber es hat mich trotzdem gefreut. Und deshalb heute Sommer-Ufruppe mit einem coolen Spiel. Deus Ex Mankind Divided als Collectors Edition natürlich. Kostet etwa 130 Euro bei Amazon. Und weil ihr so geile Typen seid, schenke ich euch die. Also natürlich nur einem von euch. Und ich mache es auch gar nicht schwer. Schreibt einfach in die Kommentare unten drunter, weshalb ihr gerne Deus Ex spielen möchtet, Mankind Divided. Und ich suche am Ende einen raus. Ich werde einen gewissen Zeitraum euch zur Verfügung stellen. Schreibe ich alles rein. Könnt ihr nachlesen im Text, im Begleittext. Aber jetzt wird's aufgeruppt. So. Erstmal alle Seiten noch mal zeigen. Also von vorne hast du jetzt schon gefilmt, oder? Ja. Ja, heute filmt übrigens der Ben. Ben, wir wechseln mal die Kameraleute durch, weil die anderen hatten keinen Bock mehr. Also das ist von vorne, ist das jetzt, du hast eben von der Seite gefilmt, von vorne erkennt man daran, dass es ab 18 ist. Ach ja, und deshalb ist das Gewinnspiel leider auch ab 18. Tut mir leid, Leute, unter 18. Könnt ihr gerne kommentieren, aber ich werde niemand aussuchen, der unter 18 ist oder es niemand an den, also nicht an den verschicken. So, die Vorderseite, das ist die Rückseite und da können wir ja schon mal gucken, was drin zu sehen sein wird. Also wenn ich noch mal näher an dich ranrücken soll, sag's ruhig, ja. Ben. Ne? Ja, echt? Oh, jetzt hätte ich das doch nicht gesagt, jetzt muss ich mir auf den Tisch lehnen. Du musst nicht lehnen. Ach so, ich soll nicht näher ran. Aber ich muss es doch lesen können. Boah, hier ist ekelhafte Asche auf dem Tisch. Hier hat einer geraucht. Okay. Schauen wir mal. Also, links oben fange ich mal an. Eine 23 cm große Adam Jensen-Figur. Adam Jensen, der Hauptdarsteller, den kennt ihr noch von Human Revolution. Ein Novum, das endlich mal ein Hauptdarsteller in Deus Ex mehr als einen Teil überlebt. Exklusive schwarz-goldene Prisma-Box. Sehr gut, Gold ist ja immer wertbeständig in Zeiten der Inflation. Limited Edition Steelbook. Ein 48-seitiges Titan-Illustrationsbuch. Und hier unten stehen noch Zitate. Oh, die sind so klein, die kannst du bestimmt gar nicht filmen. Die Zitate sind leider von total unwichtigen Medienoutlets, nicht von Spieletipps, sehe ich gerade hier. PC Games, besser geht's kaum. Ja, besser geht's kaum. Und hier Rocket Beans TV, was ist denn das schon wieder? Die sagen, das wohl beste Deus Ex aller Zeiten. Ja, da wird ein wenig inflationär um sich geworfen, aber ist okay. Das finde ich wieder interessant. Warnung, Erstickungsgefahr. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die nicht für Kleinkinder geeignet sind, da bei Verschlucken Erstickungsgefahr besteht. Interessant, interessant. Da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Liebe Erzieher und Erzieherinnen, nehmt das mal mit auf die Arbeit und mal schauen, was da so passiert. Gut, jetzt noch von unten. Wenig zu sehen. So. Ja, dann mache ich es mal auf, die schwarz-goldene Prisma-Box, die wirklich in kein einziges Regal reinpassen wird. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Mit dem Onkel Jo Sackmesser TM. Das zweite, es wurde mir geschenkt und auf der Gamescom hat sich tatsächlich jemand als Stifter dieses Messers ausgegeben, der es gar nicht war. So eine Unverschämtheit.
Aber nett war er irgendwie trotzdem. Aber ist für den Damian, der es mir geschenkt hat, natürlich ein bisschen uncool. Muss ich schon sagen, da sollte der sich mal überlegen, der böse Identitätsräuber, was er so mit seinem Leben sonst noch anfangen will, statt hier andere Leute zu veräppeln. Sag mal, ist das eigentlich so, dass das hier so Kratzer hat? Ich glaube nicht. Es wurde mir verkratzt geschickt. Solltet ihr darauf achten, wenn ihr es bei Amazon oder so kauft und ihr es wirklich neuwertig haben wollt, die scheinen das nicht so toll zu verpacken. Es ist ganz verkratzt unten. So. Und ein bisschen dreckig. So wie Bens Humor. Gut. Huch, jetzt geht der Deckel auch schon auf. Alles klar. Hätte ich es unten gar nicht mehr aufmachen müssen. Oh, oh je. Oh, ich merke schon, oh, hier geht alles schief. Nee. Oh nein, oh, Kleinteile. Ich glaube, andersrum ist besser. Oh, also heute, oh, jetzt klappt es nicht mit dem Aufrubbel. Ach du liebe Bisschen. Also, falsch rum aufgerubbt. Ich versuche das mal zu drehen, ohne dass alles kaputt geht. Gucken wir doch da am Ende rein. Und lieber erst noch mal hier auf das Spiel. Ja, das Spiel, ich pack's aus. Es liegt als Day-One-Edition drin. Und das hat einen Aufrubbelstreifen, da braucht man das Sackmesser nicht. Feine Sache. Gucken wir gerade mal rein, was die Packung verspricht. Im Jahr 2029 sind mechanisch augmentierte Menschen Ausgestoßene und vollständig von der Gesellschaft isoliert. Das ist ja fast wie bei Aufruppe. Adam Jensen, ein Elite-Geheimagent, ausgerüstet mit einem Arsenal hochmoderner Waffen und Augmentierungen, muss den richtigen Weg und vertrauenswürdige Personen wählen, um eine weltweite Verschwörung aufzudecken. Und hier sind auch noch andere Zitate von Computerbild. Na, egal. Ja. Augmentierungen, das sind diese Sachen, also, die man sich einbauen lassen kann, um seine körperlichen Unzulänglichkeiten zu verbessern. Ja. Könntet ihr auch mal überlegen. So, die PC-Version erkennt man daran, dass sie aus unglaublich vielen DVDs besteht, weil die Hersteller immer noch davon ausgehen, dass PC-Spieler keine Blu-ray-Laufwerke haben, was wahrscheinlich auch stimmt. Deshalb ist hier Disk 1, 2 und Disk 3 vorhanden. Ich pack's einfach wieder rein, das ist ja auch nicht so spannend. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich noch einen Code. Oh, hier unten drunter gibt es den Code. Hast du den schon gefilmt? Muss ich gucken. Müssen wir gucken. Nee, oh, nee, passt nicht. Nee. Er ist unscharf. Genau wie. Okay, ich verkneife mir das. Ach ja, kann ja nicht jeder scharf sein. Aber hier ist auch noch ein Code. Den halte ich zu. Guck, da kannst du noch was registrieren und ein exklusives Square Enix-Member werden, wenn du das möchtest. Muss man aber nicht. Man kann es auch so spielen. Und Deus Ex Go gibt es auch noch. Und für Deus Ex Preach ist eine Werbung dabei. Schließe das Tutorial von Deus Ex Mankind Divided Preach ab und erhalte ein Praxis-Kit, das du im Hauptspiel einsetzen kannst. Naja, schnick, schnack. Kann man machen. Sollte man. Muss man aber nicht. So, und jetzt gucke ich hier mal in die goldene Prisma-Box. Die hat ein bisschen geklappert. Ich hoffe, Adam Jensen hat es überlebt. Oh, ja, doch, sieht ganz gut aus, so halbwegs. Erstmal das Artbook, das Illustrationsbuch, da werfe ich doch noch mal einen Blick für euch rein. Hardcover mit Fussel, schwarz und auf Deutsch ist auch ein bisschen Text drin. Kann man gerade noch mal reinlesen, das sind die Entwickler. Nachdem wir mit Deus Ex Human Revolution eine starke künstlerische Basis geschaffen haben, hatten bla bla bla, also das könnt ihr ja lesen, wenn ihr es kauft, was die zu sagen haben. Finde ich gut, dass was drin steht. Finde ich wieder nicht gut, dass der Rest hier nicht beschrieben ist. Jetzt weiß wieder keiner wirklich, was zu sehen ist. Titan Research, ja gut. Peps Arm. Könnt ihr euch zusammenreimen, was diese Bildchen mit dem Spiel zu tun haben. Dr. Dilara aus Zen. Wacklaff Koller. Also wahrscheinlich, ich habe es ja noch nicht selbst gespielt, also nicht die fertige Version im Studio, bei denen in, wo war es? In, oh, wo war denn das? In Vancouver?
Ich glaube. Vancouver, da habe ich schon mal gezockt und das war auch cool. Montreal, was rede ich denn? Montreal. So, Police Exosuit. Ich blätter mal schneller, das ist irgendwie nicht so spannend. Komm, wir machen einen schnellen Durchlauf. Auf den Kopf oder so. Gleich fällt er tot um. Man kann auch gar keinen schnellen Vorlauf hier machen, weil die Seiten kleben ein bisschen. Okay, also Team Credits gibt es auch noch und ein paar Poster. Na gut, das ist das Artbook. Jetzt haben wir hier noch das Super Steelbook. Ein echtes Steelbook mit aufgedrucktem Rand. Sehr schön. Das Motiv gefällt mir auch. Hat sowas Engelmäßiges. Der mechanische Engel von Deus Ex. Und ich mach mal auf. Ja. Unspektakulär gut. So. Und jetzt das Beste dieser Edition. Fall nicht. Steht noch eine Bank, die habe ich da hingestellt. Das Beste dieser Edition. Adam Jensen, der hat eben komisch geklappert. Deswegen mal gucken, ob er es überlebt hat. Hier ist auch noch irgend so ein Plastikding drin. Mit zusätzlichen, also Plastikstücken. Mal gucken, wofür was ich die brauche. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Mini-Bombe. Oh, da braucht man auch weiter gar nichts zusammenstecken. Ja, der steht von selbst. Ist das hier fürs Knie noch, damit man das noch ein bisschen stützen kann? Ist doch vielleicht abgebildet auf diesem Ding. Gerade mal schauen. Nee, da ist nichts abgebildet. Weiß jetzt nicht, für was das hier ist. Für die Bombe vielleicht? Einfach drauflegen, aber die hält doch nicht. Hier, guck, das geht doch nicht so. Kann man die Waffe aus der Hand nehmen? Nee, auch nicht. Gut. Dann müsst ihr das halt googeln, wie es halt jeder macht. Recherchieren. Ja? Aber hier ist ein Loch. Ist das ein Schalldämpfer? Ist das so gedacht? Ja, tatsächlich. Ja. Das ist der Schalldämpfer. Das ist gar keine Bombe, es ist ein Schalldämpfer. Sehr gut. Aber was diese Halterung bewirkt, die kann man auch noch auseinandernehmen, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Nun, die Pose scheint da ziemlich anstrengend, vielleicht wenn er müde wird. Ja, ja, ich dachte auch, vielleicht auch für den riesigen Beinfortsatz. Nee, ich weiß es nicht. Gut, solange ich das nicht weiß, steht es einfach da. Er steht ja auch perfekt. Ich mache noch das Showcase, damit ihr ihn von allen Seiten seht. Nochmal ein Close-up der Figur. Hui! So sieht er von hinten aus. Ein bisschen Stachelschwein-Po hat der Gute. Der beugt sich auch extrem weit vor. Also es ist eine sehr dynamische Pose, sieht man selten bei solchen Figürchen. Ja, gefällt's dir? Schön, ja. Würdest du es gerne gewinnen? Würde ich gerne, ja. Ja, aber du bist von der Teilnahme ausgeschlossen, denn ihr sollt gewinnen. Ihr dahinter der Kamera, also in der Kamera, macht mit. Das könnte euch gehören und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es war mir eine hervorzückende Ehre für euch, diese nette Packung auszupacken und das Spiel euch zu zeigen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei Uffruppe. Ciao.